Gut, Acromioklavikulargelenk, Drop-Technik, ihr sucht euch die distale Klavikula. Nehmt den Handballen oberhalb des Pisiform, grabt euch ein, stellt den Drop. Dann bringt ihr den Arm langsam nach oben, bis ihr Bewegung palpiert im Gelenk. Und von hier runter, quasi in einer 45-Grad-Richtung, nach unten, um die Superiorität und Anteriorität zu korrigieren, begleitet von ganz leichtem Anheben des Arms, ein kleines Stück. Ganz leicht die Justierung. Und dann nochmal der manuelle Teil, setze ich einmal hin, Beine nach unten. Ich suche euch wieder die distale Clavicula und denkt dran, es ist anterior und superior, das ist diese Pulsationsrichtung. Mit dem chiropraktischen Indexfinger, ihr kommt von vorne, um die Anteriorität schon ein bisschen rauszunehmen, gleitet rein mit dem Finger. Wichtig ist, dass der Arm jetzt wirklich komplett locker ist. Spielt ein bisschen mit dem Arm, guckt, dass der hochkommt, richtet euch.